Hallo liebe Monagoristen. Schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen aus dem Monagu Fernsehgarten. Wunderbar. Ist das ein Träumchen? Ja, das ist ein Träumchen. Ein Träumchen. Ja? Auch nicht schlecht. Ja. Ja. So bin ich. Perlgrado. Das ist der Sauerstoff. Das macht mich ganz verrückt. Der macht mich ganz verrückt. Halligalli. So, was hast du denn heute mitgebracht? Wir haben von der Firma Green Bomb haben wir ein Damenshirt mitgebracht in hellgrau. Hellgrau. Würde ich auch sagen. Mit einem ganz interessanten Aufdruck. Mit einem ganz interessanten Aufdruck. Ich gehe mal etwas näher ran. Fahr mal ran mit der Kamera. Weil man denkt nämlich so auf den ersten Blick von Weitem, hier wären so kleine Metallplättchen draufgeklebt. Sind es aber gar nicht. Sondern es ist ein Metalldruck, oder? Print. Ja, Print. Es ist jetzt kein Metall, was da drauf ist. Nee, es ist kein Metall, was da drauf ist, aber es sieht so aus. Ich gehe mal noch näher ran. Schimmert es. Oh, der Wind. Das ist live, meine Damen und Herren. Ja, ist doch so. Ja, natürlich. So, zeig dir noch mal so ein bisschen die Schnitt. Was ist das, ein Spatz? Ist das ein Spatz? Ja, ich würde auch sagen, das ist ein Spatz. Ne? Habe ich ja lieber in der Hand als eine dicke Taube auf dem Dach. Ne? Eine Taube auf dem Dach, ja. Wir haben hier... Oder eine Stummel, oder? Wir haben einen Stummel. Wir haben hier einen V-Ausschnitt. Ja, ich zeige ist ein bisschen tiefer geschnitten. Guck. Oder? Ist das ein V-Ausschnitt? Kann man das ist, sagen? Ja, schon ein V-Ausschnitt. Ne? Ja. Die Arme haben wir wieder leicht angedeutet. Angekürzt, ja, verkürzt. Guck mal, auch hier so ein bisschen anfalliert. Ja, also ein bisschen flott geschnitten, weißt du? Ja. So. Macht also eine schöne Figur. Aus welchem Material ist das Ganze? Das ist aus 100% Biobaumwolle. Jetzt hör mal. Ja, kannst du mal sehen. Und es ist auch noch klimaneutral hergestellt. Bedeutet? Das bedeutet, hier wurde Wind- und Solarenergie eingesetzt. Aber wollen wir nicht zu sehr in diese Materie einstauchen, weil... Wir dafür einen Experten haben. Und das ist unser Nachhaltigkeitsinspektor... Linus. Und er hat die ganzen Informationen dafür zusammen getrommelt. Wir genießen noch so ein bisschen den Nachmittag, oder? Wollen wir das machen? Vielleicht noch ein Stückchen Kuchen, Kaffee. Ein Käffchen dabei. Ja, das wäre eine Idee. Genießt das Leben, liebe Bis Leute. Bis bald. Ciao. Tschüss.